Ich fahre jetzt meine Pottery abholen. Ich freue mich so krass. Ich bin so gespannt, wie die ausschauen werden. Dann machen wir noch mal ein kleines Unboxing. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem größten Fail an. Ich habe ja einen Teller gemacht und der sah wirklich toll aus, fand ich. Wirklich aufwendig, hat lange gedauert. Und im Video sieht er irgendwie gerade total gut aus, aber in echt holt er einen wirklich nicht ab. Der ist irgendwie, ich weiß nicht ganz, was hier passiert ist. Da sind wie so kleine Stückchen und so kleine Löcherchen drin. Und die Farbe deckt halt auch wirklich am Rand so gar nicht. Schade. Aber im Video sieht er total süß aus. Was ist denn da los? Okay, jetzt kommen wir zu den Tassen. Die sind um einiges besser geworden. Ich glaube auch, weil der dunkle Blauton einfach mehr deckt als das Rot. Oh, ich finde die sehr süß. Vor allem drinnen. Hier die Illustration ist leider auch so ein bisschen in Fell geworden. Ich dachte, dass der Blauton nicht ganz so dunkel wird. Die finde ich auch ganz süß. Ich habe auf jeden Fall Lust, noch mehr zu machen. Schreibt mir mal voll gerne in die Kommentare, welches von den drei Sachen euer Favorit ist. Ich würde sagen, dass mir gerade so dieser Stil hier am meisten gefällt. Ich finde, es sieht einfach cute aus. So einen neuen Airbnb gibt es Bademäntel und ich habe mich verliebt. Okay, kommen wir zum Thema. Ich habe heute einiges vor und zwar würde ich heute gerne meine Leinwandserie fortsetzen. Ich habe gestern die anderen zwei fertigen Leinwände abgeholt. Die haben die extra nochmal genau auf das gleiche Maß für mich gebaut wie die letzte Leinwand, damit ich die dann quasi alle nebeneinander packen kann und dann drei Leinwände mit ähnlichen Motiven und in der ähnlichen Stilrichtung habe. Ich spoilere euch die Motive jetzt hier einfach mal direkt rein, damit ihr ein bisschen die ganze Vision versteht. Das eine Motiv habe ich ja schon fertig gemalt und heute machen wir mit dem zweiten weiter. Wir bleiben jetzt auch wirklich nur noch eine Woche in Cape Town. Das heißt, ich muss mich ein bisschen sputen, weil ich das Ganze dann ja auch wieder von den Leinwänden abnehmen muss, um es mit nach Berlin zu nehmen. Der Plan ist also, diese Leinwand heute fertig zu kriegen. Ja. Ich werde jetzt einfach direkt beide grundieren. Dann habe ich beide einfach fertig. Ich habe jetzt bei dem neuen Bild einen eindeutigen Vorteil gegenüber dem letzten. Und so habe ich mir einen Beamer gekauft. Ich hatte nämlich wirklich keine Lust, das wieder mit dieser Rastermethode abzupausen. Ich habe letztes Mal, ich glaube, wirklich 3 Stunden dafür gebraucht. Ich bin an einem Technikstore vorbeigekommen, ich habe den gesehen und es war klar, dass ich ihn brauche. Ich habe den Beamer dann angemacht und eingerichtet und musste aber leider feststellen, dass der so, so schlecht ist. Das Bild besteht wirklich aus so 2 Pixeln und der verzieht einem auch das komplette Motiv. Also er hat alles so richtig schmal gezogen. Kurz gesagt, ich habe den Beamer komplett umsonst gekauft und ich war so frustriert. Der positive Side-Effekt ist aber, dass ich euch jetzt nochmal die Rastermethode erklären kann, weil ich die jetzt nochmal mit den nächsten 2 Bildern umgesetzt habe. Okay, also das Ganze funktioniert so, dass man einmal in echt ein Raster auf die Leinwand malt und dann das gleiche Raster auf die digitale Vorlage. Was ich da jetzt mache, sieht gerade ein bisschen irritierend aus, aber es liegt einfach nur daran, dass ich kein Lineal und kein Maßband hatte. Deswegen musste ich so ein bisschen kreativ werden. Ich habe das Raster in der Mitte der Leinwand angefangen, also ich habe erstmal den Mittelpunkt auf der Leinwand identifiziert und habe dann von da aus das Raster aufgebaut. Und dann, sobald man das Raster hat, kann man natürlich einfach quasi im Kopf übertragen. Also es fällt einem dann einfach schon viel, viel leichter, das Bild auf die Leinwand zu übertragen, weil man Kästchen für Kästchen zeichnen kann. Aber ich habe es mir noch viel einfacher gemacht. Und so habe ich das Bild einfach auf mein iPad gepackt, habe das unter die Leinwand gelegt und abgepaust. Ja, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Es dauert natürlich trotzdem eine ganze Weile, aber es geht auf jeden Fall schneller, als wenn man es jetzt aus dem Kopf rüberzeichnet. Es hat so lange gedauert. Ich habe jetzt aber zum Glück auch wirklich beide Bilder fertig bekommen. Aber jetzt bin ich zum Glück fertig. Und es kommt endlich der spaßige Teil.
Ich habe einfach komplett vergessen, dass ich mir für heute so eine Clay Studio Session gebucht habe. Einen Töpferkurs meine ich. Habe ich mir schnell den Uber bestellt und wollte jetzt schnell hin. Ich habe es komplett vergessen, dass das einfach heute schon ist. Spaß gemacht. Ich muss wirklich aufpassen, dass ich mir nicht so zu viele Hobbys anlache. Wisst ihr, ich war direkt 100% into it. Ich bin so, ich muss jetzt den Teller machen. Ich muss lernen, wie man eine Tasse macht. Ich muss natürlich auch lernen, wie man an so einem Drehtisch arbeitet. Es nimmt einfach immer schnell überhand bei mir. Deswegen weiß ich, dass ich es jetzt vielleicht erstmal ein bisschen ruhiger angehen sollte, weil man hat halt am Ende einfach nicht die Kapazität für 18.000 unterschiedliche Hobbys. Ich werde meine getöpferte Mini-Vase dann in hoffentlich 7 Tagen abholen können. Sie meinten, dass sie probieren, das Ganze extra schnell für mich zu brennen, damit es auch fertig wird, bevor ich wieder nach Berlin fliege. Zur Not muss ich meinen kleinen Topf hier lassen. Das wäre natürlich herzzerreißend, aber auch vertretbar. So übertrieben schön ist es jetzt auch nicht geworden. Okay, kommen wir zu meinem Leinwandprojekt. Ich werde hier dran jetzt weiter malen. Ich habe gerade irgendwie richtig Lust auf Malen. Heute ist so ein Tag, da könnte ich den ganzen Tag kreativ sein und ich mache es auch. Den Morgen immer getöpfert, den Nachmittag malen. Das ist einfach der perfekte Tag für mich. Okay, ganz kurz. Ich bin mittlerweile wirklich krass darin geworden, gerade Linien zu ziehen. Ich habe so viele gerade Linien durch die letzten 2 Bilder gezeichnet. Ich bin der Meinung, dass ich jetzt freihändig mit meinem Pinsel eine gerade Linie ziehen kann. Ich werde es jetzt einmal testen. Vielleicht übernehme ich mich auch. Es ist auf jeden Fall so krass Übungssache. Als ich die erste Linie gezogen habe, sie ist nicht besonders lang geworden, aber sie ist schön geworden. Okay, sorry. Die sind wirklich schön geworden. Nicht schlecht, oder? Okay, lasst uns über die 2 Pinsel sprechen, mit denen ich male. Am Anfang hatte ich nämlich keine Meinung dazu, aber jetzt habe ich eine. Und zwar mache ich die geraden Linien mit diesen beiden hier. Ich filme euch die gleich nochmal ordentlich ab. Der kleine besteht wirklich fast nur aus so einem Haar. Und dieser Pinsel hier ist eher überall genau gleich breit und mit dem kann man richtig gut Linien ziehen. Aber die Linie, die gezogen wird, ist halt ziemlich dick. Deswegen habe ich eigentlich alle Linien wirklich mit diesem winzigen Härchenpinsel gemacht. Richtig nice war also eigentlich einen Pinsel in dieser Form zu haben, der aber noch feiner ist. Ich werde mal gucken, ob ich in Berlin so einen finde. Ich hatte bisher wirklich noch nie eine Meinung zu Pinseln. Ich habe einfach immer das genommen, was ich da hatte. Aber jetzt langsam bin ich so, ja, vielleicht wäre es mal Zeit für gute Pinsel. Die zwei habe ich jetzt schon fertig gemalt und es fehlt jetzt auch das dritte Piece. Es wäre wirklich gut, wenn ich das Bild innerhalb der nächsten 4 Stunden fertig kriege. Es ist nämlich so, dass wir noch ein bisschen weiter reisen. Wir haben uns dazu entschieden, jetzt von Cape Town aus noch an einen weiteren Ort zu reisen. Und deshalb würde ich die Leinwände gerne hier in Cape Town zurücklassen und quasi jetzt nicht mit auf unseren Roadtrip nehmen. Deswegen lege ich jetzt mal direkt los. Thank you.
die letzten Tage in Cape Town war es echt nochmal richtig viel los. Wir haben auch super viel unternommen, deswegen melde ich mich jetzt erst wieder. Das hier sind meine drei Leinwände. Ich habe das so im Handgepäck mitgenommen und es hat einwandfrei funktioniert, muss man sagen. Man denkt immer so, ah, oh, damit werden die mich niemals durchlassen, aber sie lassen einen immer durch. So ein bisschen zerknittert, aber ich glaube, das gibt sich wieder. Dieses Bild hier, Queen of Hearts, habe ich in pink geändert. Vorher war das ja blau. Ich war nämlich irgendwie damit richtig unzufrieden, wie die drei Bilder dann zusammen ausgesehen haben. Und ich finde, es macht einfach so viel mehr Sinn. Ja, cute, oder? Okay, das war's, ihr Lieben. Schreibt mir sehr gerne noch in die Kommentare, welches von den Keramik-Pieces euer Favorit ist und was jetzt auch bei den Bildern euer Favorit ist. Das würde mich alles wirklich sehr, sehr doll interessieren, dass ich immer so ein bisschen weiß, welche Pieces ihr am nicesten findet und wo ich dann vielleicht dran weiterarbeiten kann. Und dann sehen wir uns nächste Woche Dienstag. Tschüss!